Schon seit längerem erreichen mich Carsten Todd, den Macher des außergewöhnlichen Medienformates Hottentott, über den Radiosender Radio OKJ die wirrsten und unsinnigsten Beschwerden über mich und meine Sendung. Ich glaube, die üblichen dummen Sprüche bringen mich hier nicht weiter. Deshalb möchte ich es gerne nochmal in einer etwas anderen Sprache versuchen. Natürlich soll hierzu auch nochmal eine Live-Sendung erfolgen, vermutlich am 29. November 2016 ab 16 Uhr. Aber dieser Beitrag dient gerne schon mal als Vorgeschmack darauf. In der Regel produziere ich meine Sendungen im Voraus und das sehr ehrgeizig. Zudem produziere ich in der Regel alle selbstgespielten Werke selbst. Daraus ergeben sich leider automatisch sehr lange Reaktionszeiten. Zum Glück gibt es aber YouTube und Facebook, wodurch ich außerhalb der Regel dann doch auch etwas schneller reagieren kann. Sofern ich neben meinem Studium und meinen regulären Tätigkeiten die Zeit dazu finde. Für meine weitere Ankündigung und Stellungnahme möchte ich mich gerne auf die umfangreiche Beantwortung einer E-Mail konzentrieren, welche vor wenigen Tagen einging. Natürlich werde ich den Verfasser aus Datenschutzgründen nicht namentlich nennen. Jedoch spiegelt diese E-Mail die derzeitige Situation wohl besser wider als alles andere. Die Nachricht stammt von einer Person, die zufällig den gleichen Namen trägt wie ein Doktorand des Historischen Instituts der Philosophischen Fakultät der Universität Jena. Erwähnung findet hierbei vor allem meine Sendung vom 4.11.2016 von 20 bis 22 Uhr. Während dieser Sendung zitierte ich ausschließlich aus dem Buch Allah und Eva, welches im Verlag Beck erschien, und von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in genau dieser Form zur Ausleihe bereitsteht. Einfachheitshalber nenne ich den Verfasser der Beschwerde darüber im nachfolgenden Falk B. Dieser Falk B. schrieb dem Radiosender Radio OKJ offenbar im Laufe des Montags, den 7. November 2016, also vermutlich zu Beginn seiner Arbeitswoche. Das dazwischenliegende Wochenende musste er sich offenbar zu sehr von meinem Zitieren erholen und sein Wochenende genießen. Mit seiner Arbeitsaufnahme auf darauffolgenden Montag meldet er sich dann mit den Worten: Sehr geehrte Damen und Herren, am vergangenen Freitag lief auf dem OKJ gegen 20 Uhr für circa anderthalb Stunden eine mehr als befremdliche Sendung. Hier sage ich gerne schon mal, es ist völlige Absicht, dass diese zweistündige wöchentliche Sendung anders ist als viele andere Sendungen. Aber weiter in seinem Text. Ohne jegliche Reflexion wurden Hunderte von Statements zum Koran, Islam, dem Verhältnis von Mann und Frau und dem Verhältnis von Islam und dem Westen vorgetragen. Hierzu könnte ich nochmal erwähnen, dass ich zitierte und es bereits im Deckblatt heißt, dass diese unterhaltungswissenschaftliche Hobbyarbeit fast ausschließlich auf Fremdquellen gestützt ist. Ich hoffe aber, dass sich die Verfasserin meiner erwähnten Quelle, Frau Betsy Udink,
sowie der Beck Verlag dennoch um eben solche Punkte bemühten. Falk B. schreibt weiter, das hat weder etwas mit Meinungsfreiheit noch mit dem Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu tun. Hier liegt auf jeden Fall ein Kommafehler vor, also vielleicht hat er sich doch bemüht, wenigstens schnell fertig zu werden, um nicht zu viel wertvolle Arbeitszeit mit dem Schreiben von Beschwerdebriefen über mich zu verlieren. Mit den Beschwerden an sich sollte sich Falk B. jedoch lieber an Frau Betsy Udink oder den Beck Verlag statt an mich oder das Radio OKJ wenden. Alternativ ginge es vielleicht auch über das Bundesministerium für Bildung und Forschung, für deren Aufgabenfelder der Beck Verlag womöglich ebenfalls schon einige Bücher publizierte. Weiterhin äußert sich Falk B., es war mir in 20 zusammenhängenden Minuten Zuhörens nicht möglich zu erkennen, ob es sich hier um ein religiöses Bekenntnis, eine journalistische wissenschaftliche Auseinandersetzung, politische religiöse Propaganda, kabarettistische Polemik oder die verwirrten Erkenntnisse eines Pubertierenden handelte. Wie 20 Minuten. Ich setze das gerne mal ins Verhältnis und füge ein paar Rechenbeispiele an. Das dazugehörige Komplettwerk, welches schon seit langem auf YouTube veröffentlicht ist, besitzt eine Länge von ca. 10,5 Stunden. Das wären also Pi mal Daumen 630 Minuten. Die angesprochenen 20 Minuten sind also gerundet 3% der Gesamtlänge dieses Werkes. Um dies mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen, das der intellektuelle Akademiker Falk B. womöglich besser versteht, um das Basismodul Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Jena mit 10 Leistungspunkten erfolgreich zu bestehen, wird mit etwa 300 Stunden Arbeitszeit kalkuliert. Davon sind 3% entsprechend 9 Stunden. Gerechnet wird hier aber jeweils nur mit 9 mal 45 Minuten, was insgesamt nur noch knapp 7 Stunden wären. Also vermutlich der längste Arbeitstag eines Falk B. Wenn ich nun zu so einem Falk B gehen würde und behaupte, ich könnte dieses Modul nach nur einem Tag erfolgreich mit einer guten bis sehr guten Note bestehen, würde er mich vermutlich höchstens auslachen. Ich glaube also, es ist inhaltlich berechtigt, wenn ich ähnlich mit seinem Briefchen verfahre. Dennoch versuche ich mit meiner Stellungnahme den Rahmen von 20 Minuten nicht zu sprengen, damit es auch einem Falk B. gelingt, sich hinreichend darauf zu konzentrieren. In den folgenden Zeilen appelliert unser Falk B. jedoch nochmal an die Verantwortung des Radio OKJ und schreibt, auch der OKJ dient mehr oder weniger der Information sowie der Unterhaltung. Von beidem war in der Sendung nichts zu bemerken. Und eine wie auch immer geartete Auseinandersetzung mit dem Islam kann nicht durch eine stundenlange Auseinanderreihung von nummerierten Aussagesätzen erfolgen. So funktionieren weder Diskussionen noch Infotainment noch Belehrung. Allenfalls Indoktrination, Propaganda oder medizinisch begründete Wirrheit. Hier muss ich wieder sagen, diese Punkte betreffen dann vielleicht doch eher die Autoren, den Beck Verlag oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Gerne kann ich aber auf wiederholten Wunsch beginnen, entsprechende Nachrichten weiterzuleiten. Zum Abschluss äußert sich unser Freund Falk B. dann noch mit den folgenden Worten. Schade um die schöne Sendezeit des sonst so erfrischend, unterhaltsamen und abwechslungsreichen Lokalsenders, der durchaus auch der meine ist. Ich höre ihn bislang oft und gern. Ich hoffe, dass derartige befremdliche Sendungen, die bisher so noch nie gehörte, Ausnahme bleiben. Mit freundlichen Grüßen, Falk B. Die Ausnahme werden solche Sendungen hoffentlich nicht bleiben. Da ich nun mittlerweile ein Jahr lang zu unterschiedlichsten Sendezeiten auf Sendung bin, wundere ich mich aber, dass er noch nie etwas davon hörte. Ein weiterer Rechtschreibfehler ist außerdem wieder in diesem ansonsten so erfrischenden Beschwerdebriefchen enthalten. Aber wenigstens findet er schöne Worte zum Abschied. Und das Beste ist, meine Stellungnahme liegt unter 20 Minuten. Damit genügt womöglich auch die Aufmerksamkeitsspanne unseres intellektuellen Freundes und Vorzeigeakademikers Falk B. Alles Übrige können wir dann gerne am 29. November besprechen. Viel Spaß!